Leute, herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge Sims 4. Und ja, sind hier wieder unterwegs. Ich stehe gerade auf, was ist denn hier los wieder? So, Hunger. Jetzt müssen wir erstmal schauen, ist wieder ein bisschen her. Ach, heute ist eh frei. Perfekt. Trotzdem um 7 aufstehen, das geht eigentlich bei mir nicht, aber okay. Ausnahmsweise heute mal. Muss Tobi heute auch arbeiten? Ja. Verdachtsperson verhören haben wir gemacht. Ja, dann holen wir uns heute mal die Belohnung ab. Oder nein, ich wollte ja was ganz anderes machen. Ich wollte was ganz anderes machen. Stimmt ja. Ich wollte hinausziehen, ja. Also in die Ferne. In die Realität. Ja. Wieso benutzen die immer das Waschbecken hier? Ich verstehe das nicht. Hier ist eins. Ich meine, gut, man kann auch 1000 Kilometer laufen, wenn man möchte, aber das ist ja nicht hier. Na, okay. So, dann kann er mal duschen gehen. Ach, jetzt möchte er hier noch eine Pfütze. Ja, das brauchst du jetzt aber nicht. Wird ja eh wieder nass. Welche Aufgaben haben wir eh nichts. Nee, zusätzlich Bonus nichts. Dann schauen wir, dass Tobi gleich hier fertig wird. Sozial ist down, Alter. So, jetzt kommt Tobi dann. Nimm ein paar Reste. Was war denn hier wieder? Wegen billigem Bett. Naja. Wird eben mal Zeit, dass wir mal ein bisschen ausstocken. Geht aber erst mit einem höheren Verdienst. Ich habe die Dusche geschrottet. Haben wir die letztes Mal schon repariert? Am Abend, bevor die schlafen gegangen sind. Wenn es überhaupt die Nacht war. Da Tobi die schon repariert. Ist ja auch egal, das ist eh so ein kompletter Blickscheiß. Müsste ja alles weggeschrottet werden. So, ich hoffe, Tobi macht sich heute gute Freunde. Wenn, dann sollte er vielleicht auch im Dienst irgendwo mal kurz eine Pause sich gönnen und duschen. Ach ja, die haben ja keine Duschen drüben, oder? Und doch, 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 unten, unten, okay. Ich dachte schon, Alter. Wer weiß, der Fitnessmann aber dann nicht duschen können. Das ist. Was laufen hier wieder für Gestalten rum? Nancy Landgraben. Da habe ich sogar Kontakt schon mal gehabt. Okay. Na, wer hier wieder rumgeht. So, ist jetzt hier mal gleich Feierabend? Geht ja. So, Tobi, schick mal gleich alleine los. Ich hole mir einfach Wasser. Warum auch immer. Alleine losschicken, Tobi. Tschüss. Schmeiß ich jetzt einfach so weg. Und ich werde jetzt. Achso, nein. Wie kann man denn hier verreisen nochmal? Muss ich das auf den Sim machen? Weil normal ist man immer hier hingegangen oder sowas und dann hat man hier verreisen. Auf Reisen gemacht. Welt verwalten, das will ich nicht machen. Speicher veröffentlichen mitwirken. Welten verwalten ist ja was anderes. Aktionen? Runde bilden. Ich muss ich kurz warten. Na, dann wärm dich mal. Aber ich muss das jetzt erstmal irgendwie finden. Hä? Wieso geht das? Geht das jetzt nicht? Habe ich irgendwas zu tun? Habe ich vielleicht zu der einen Person Kontakt gehabt irgendwann mal? Nö. Auch nicht. Okay. Muss man das übers Handy machen wahrscheinlich, oder? Reisen. Warum übers Handy?
Nein, du wirst jetzt hier das machen. Reisen, ja, alleine. Was macht er jetzt? Du wirst jetzt nichts spielen, du wirst jetzt mal vor die Tür gehen, es ist 9. Ich hoffe, diese Person ist gerade erreichbar bei uns. Verpasst Gelegenheit, was? Was für eine Gelegenheit? Die Gelegenheit holen wir denn jetzt an. So, wir gehen jetzt auf eine andere Welt. Hier hinten wohnen wir, ich finde das so geil. Hier gibt es noch so richtig andere. Tartossa. Moonwood Mill. Henford am Beckley. Auf dem Hof leben oder. Montcomorebi. Forgotten Hollow. Del Sol Valley. Alter, das geht. Was ist denn da für ein Pack? Die Sims hier berühmt. Ja, okay. Aha, Alter, was für ein ganzes. Was habe ich denn da alles dabei? Ach du Scheiße! Was ist denn das? Ja, warum nicht? Ne? Nein, jetzt nicht, aber. Werde berühmt, Stranger Valley. Inselleben. Sulani. Stranger Valley. Also Life is Strange auf einmal. Glimmerbrook. Brightchester. Oh, die Uni natürlich. Evergreen Harbor. Nachhaltig leben. Reich der Magie. Meine Hochzeitsgeschichten. Alter, was? Was gibt's denn da alles? Alter, damals, als ich Sims 4 2014, 15 angefangen habe, da gab es die drei hier. Wobei nur die zwei erst. Und am Anfang, dann kam dieses Business an die Arbeit, Dings, Zeug da. Dann kam das Ganze dazu und dann habe ich mir Pets halt auch noch gekauft und dann war eben mal eben Schluss. Weil dann habe ich mich für Sims gar nicht mehr interessiert. Okay, wir gehen jetzt mal hier hin, in die Oasis Springs Dingen. So wohnten das Ding. Landgrab, das waren nicht die. Wo waren denn die zu Hause? Da! Es ist eine alte Tradition, sagen wir mal so. Immer wenn wir Sims gezockt haben, und das meine ich jetzt ich mit Tobi, wo ich immer zugeschaut habe, da haben wir immer das getan, was üblich war. Also ich finde das hier so geil, diese Gegend. Ich meine, schade, dass das hier nicht zu dem Grundstück gehört, weil sonst würde ich das hier nehmen und hier einfach einen schönen Garten mit Pool und sowas bauen, aber naja. Aber das ist echt eine faszinierende Landschaft hier mit diesen grünen Flächen. So, ich muss das mal anklopfen. Ach ja, ich sehe schon. So, rüber, Kollege. Was ist denn hier wegen verpasster Gelegenheit? Von, ach so, ja. Open the door. Nein. Niagara. Genau. Sollen wir uns hier mal freundlich vorstellen. Ich spiele gerne Spiele. Aber sag's lieber niemanden. Ihr setzt mich einfach zu euch. Ich kenne euch nicht, also soll ich einfach mal hallo. Dufka. Och nee, jetzt mal einen gemeinsamen Chat. Das will ich gar nicht. Andere Sims. Was andere Sims? Positive für andere Sims, also verkuppeln wir. Was? 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 Heilige Scheiße, was? Das habe ich doch gar nicht mal so. Das wollte ich doch gar nicht mal. Okay, toll, ich werde einfach wieder abgestempelt. Über neueste Spiel. Nein. Ärgerluft machen? Nein. Och, ich will mich doch speziell nur für die eine Person jetzt mal kennenlernen. Rumblödeln. Oh nee, Alter, wie viele noch? Ich spule mal einfach ein bisschen vor. Vielleicht heilt sich da irgendwann mal jemand auf. Brihe Ghana Bam.
Was sieht denn da raus? Also der Fuchstraining. Wenn du willst jetzt hier keinen Kaffee machen. Besitztümer prahlen. Das haben wir schon. Wieso ist da kein Kennenlernen? Hemkeharb Dolphus. Sabomino? Oh, please. Sonsa Rista. Quip Peep Bip Bip. Nobi Yebu. Mom. Freezock Mobsy? Ha! Alter, die gehen mir so auf den Sack. Franjbishoshi. He's in a row. Oh, Gosha. So, so. War das auch als in den Merkmalen drin? So. Bumbraza? Yempta. Yibs. Wash. Rubabgaro. Ah. Benji. Rabla. Hey, Finn, what's the plan? Ah, Malfoy came in. Junge, soll ich da irgendwie eine Runde mal bilden oder sowas? Weil das ist echt scheiße. Das ist so eine Scheiße, Alter, dass die jetzt alle hier zusammensitzen. Ich hab mir gedacht, dann nicht. Ach, Mann. Jetzt ist mal auf Klo. Ja! Okay. Dann halt nein. Wo geht denn der jetzt hin? Im Bad erstmal. Okay. Hallo? Okay. Geht's. Nein, der geht schon wieder zum Fernseher. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Tag verschönern, das ist. Nein! Oh nee! Wisst ihr was? Ich fahre nach Hause. Ist ja nicht eine Kapitulation für das ganze System. Aber warum? Wieso kann man nicht einfach speziell mit. Weißt du, damals in Sims 3 konnte man einfach Leute dann einfach. Dann hat man sich nur mit denen unterhalten, bei denen man das ausgewählt hat. Einfach. Ist einfach nur beschämend. Und traurig. Ich wollte doch einfach mich nur mit der unterhalten. Mehr will ich doch gar nicht. Och Mann. Och Mann. Ja, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Ist hier irgendwie am Strand oder sowas am Chillen? Nicht mal das. Nee. 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 Was haben wir denn noch zu essen? Boah. Ein Stück. Sieben Stück. Okay, wir haben genug. Was habe ich denn da? Teil für Sanitär. Also. Julian Steffens. Irgendwelche Analysen-Dinger. Oh, morgen müssen wir eh wieder arbeiten. So, was machen wir denn erstmal? Müll leeren können wir hier machen. Und dann, wie sieht es in Fähigkeiten technisch aus? Kochen Level 1, Logik Level 3, Programmieren Level 4, Videospiele Level 3. Vielleicht sollte man einfach mal wieder ein bisschen mal zocken. Kann ja nicht sein, dass ich bei Programmieren viel besser bin als im Zocken. Ich könnte sogar die Spiele modden, die ich spiele. Ein Haus im Wert von 50.000 haben. Unser hat knappe 25.000. 15 Kunstwerke besitzen. What? Die Sarah geht oder die Sarah Braun, aber dafür habe ich jetzt auch keinen Bock. Nee, ganz ehrlich, jetzt unterhalte ich mich einfach mit gar keinem mehr. Ich bin jetzt out of order. Nein, das irgendwann ist auch mal Feierabend. Wenn mal Schluss ist, muss mal auch Schluss sein. So, ich zock jetzt erstmal ein bisschen FIFA 1990. Boah. Erinnert mich wirklich so ein bisschen an FIFA, an das alte FIFA Mobile. Gibt's das noch immer? Ich hab das damals auf dem iPad richtig gesuchtet.
Das hat ähnliche Grafik gehabt. Ich spiele übrigens die koreanische Version, weil die deutsche Version kann ich mir einfach nicht leisten. Halt! Wupp! Wieder diese Betonung. Immer. So wie auch koreanische Schriften habe ich auch überall aushängen. Einzige, was ich lesen kann, ist die 00 oben. Ich bin schon wieder sehr wütend. Irgendwas ist wieder schief gelaufen. Auch das Übliche. Wenn er jetzt seine Dingens, also seine. Was ist denn jetzt los? Nein! Beruhig dich! Alle nach Hause schicken, was? Leidenschaft zurückgewinnen. Leidenschaft? Wieso zerbricht er sich immer den Kopf über alles? Er soll einfach. Weißt du, deswegen habe ich auch ein bisschen so die Sachen. Was. Warum? Computersicherheitseinstellungen, okay. Das ganze Spiel ist kaputt. Ihr wolltet doch eigentlich aufsteigen. Ich glaube, das Spiel ist nicht so gut. Ich glaube, ach Mann. Weißt du, deswegen wollte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen hier mit Kontakt mit anderen Sims aufnehmen. Weil das geht ja nicht, wenn die Sims die ganze Zeit sich fast in den Suizid treiben. Vielleicht sollte ich einfach Kopf werden. Liegt das an meinem Beruf oder sowas? Weil damals hat er gesagt, ja, dein Beruf, das gefällt deinem Sim irgendwie nicht. Der Job bringt nichts Gutes, weil er versucht hat, die Leidenschaft für den Job zurückzugewinnen. Wisst ihr was, ich mache diesen Job bis Level 10 und dann mache ich einfach was anderes. Also bis ich der Oberste bin und dann mache ich einfach Schluss. Und dann mache ich einfach was anderes. Und wenn das auch wieder nicht passt, dann. Dann sollen wir einfach irgendwas ganz anderes. Dann einfach. Nein. So, dann machen wir hier ein bisschen was. Oder hier im Bad, da war noch diese Pfütze. Ja, dann mach das mal weg. So ist das schon, geht's wieder besser. Ein Mörken im Wert von 1000. Wenn ich mir das letzte Mal was gekauft habe, ja, das kümmert nicht gleich meine. Er wollte ja Kunstwerker, vielleicht interessiert ihn ja Kunst. Ich meine, warum nicht, ne? Kunst ist ziemlich kreativ und entspannend. Ah. Vielleicht machen wir das hier mal. Klassische Besitz bewundern. Natürlich erstmal bewundern. Erstmal. Heftig, erstmal Instagram-Post. So haben wir es bald. Wo kippt er das überhaupt alles hin? So. Ach ja, da hinten noch. Wieso ist denn hier so viel Wasserverkehr ausgedreht? Ich meine, die Dusche war ja derzeit zu, oder nicht, wenn er da drin war und das repariert hat. Zumindest wäre schlau gewesen. Naja. Nehmen wir ein bisschen Radio an. Hier hören wir nichts. So, Tobi ist noch ein bisschen auf Schicht. Was passiert, wenn ich das einfach wegklicke? Na, geht einfach. Ja, sieht schön aus. Klassisches Gemälde, machen wir mal ein kleines. Nein, nix Videospiele. Ich weiß, du magst Videospiele, aber früher irgendwie war das nicht so. So. Gut, dann fangen wir mal an. Ja, schon die ersten Striche sind oben. Ich müsste dich da schon abhängen und irgendwo hinhängen. Vielleicht ein Teich. Oh, die Farbe habe ich schon mal gut getroffen.
So, sobald Tobi nach Hause kommt, können wir mal was essen. Dich, oh ne, Tobi ist wütend. Hygiene ist einfach komplett am Ende. Vielleicht sollte Tobi dann davor erstmal duschen. Und dann reden wir weiter. Ui, was ist denn da unten? Wo ist denn überhaupt der Dr. Schnurrehaar? Oder Bürgermeister Schnurrhaar oder wie auch immer man ihn nennt. Du wirst dir da gute Arbeit geleistet und 342 Simonis nach Hause gebracht. Outfit ändern. Du wirst jetzt wieder in Zivil. Das gönnst du dir eine schöne warme Dusche. Boah, der qualmt ja richtig. Was? Erinnerst du dich noch, ja, als wir über Jonas Meyer gesprochen hatten? Wir hatten einen echt netten Glückwunsch. Wieso bin ich jetzt kokett, weil ich das... Wow, Alter. Oder vielleicht wird das ein sehr romantisches Bild. Dank seiner Malerfähigkeiten kann Jonas wunderschöne Leinwandkunst kreieren. Je höher der Fähigkeitslevel, desto fortschrittlicher dein Muster kann er malen. Ich bin schon fast fertig, oder was? Okay. Tobi hat einen Wunsch, selbst reinigen. Was? Wo kommt der Gestank von Tobi hin? Achso. Och nee, das war jetzt doch nicht so. Gut, aber man kann es verkaufen. Ein Sammler verkaufen. Wow, wir haben 50 Simoleons gezahlt und kriegen 51 zurück. Ein Simoleon plus. Kokettes Gebilde, ein Gebilde, das die Leidenschaft weckt. Oh. Das. In letzter Zeit scheint bei Julian irgendwie alles schief zu laufen. Eine schlechte Nachricht jagt die andere. Die Leute sagen, du wirst es nie herausfinden, wenn du es nicht versuchst. Aber keiner redet davon, wie es sich anfühlt, wenn man es versucht und es nicht geklappt hat. Julian kann keine Enttäuschung mehr verkraften. Es ist beängstigend und schmerzvoll, es noch einmal zu versuchen.